heute gibt es mal ein DIY-Video, was es schon länger nicht mehr gab, gell? Ja. Deswegen starten wir jetzt auch gleich. Also viel Spaß damit. Tschüss. Bis gleich. Oh, mir ist so langweilig. Mann. Liebes Kindchen, bitte die Füße vom Tisch runter. Das gehört sich nicht. Na gut, okay. So, außerdem wird jetzt Kunst gemacht. Ich gebe dir 20 Minuten Zeit. Bis dahin möchte ich ein ordentliches und wunderschönes Bild sehen. Hast du das verstanden? Ja. Toll, was soll ich denn malen? Nein, das ist nichts geworden. Das... Quatsch, Mann, ich kann sowas nicht. Oh, dieser Himmel sieht ja schön aus, aber nein, den kann ich doch gar nicht malen. Oder doch? Vielleicht ja mit Hilfe dieser Serviettenblume. Ich kann es ja einfach mal probieren. Ich brauche aber noch eine Farbpalette. Und natürlich einen Pinsel. So, es geht los. Erstmal das Blatt umdrehen. So. Dann brauche ich meine Serviettenblume und natürlich die Farbpalette und den Pinsel. So, ich öffne mal die erste Farbe. Orange. Ja, das gefällt mir. Das passt doch zum Himmel. Okay. So, Pinsel eintunken. Einfach auf die Serviette tupfen. Ja, so sieht das schön aus. Noch mehr. Ja, es muss richtig viel sein. Ich muss mich aber beeilen, damit nicht gleich alles trocknet. Mehr, mehr, mehr. So, jetzt brauche ich aber die nächste Farbe, und zwar Rot. Auch wieder richtig schön. Einen richtigen Batzen auf die Serviettenblume. Gut. So, und dann noch Blau. Okay. Perfekt. Ich glaube, ich bin jetzt fast fertig. Noch ein paar Tupfer dort und hier. Okay, jetzt kommt der große Moment. Einfach drauftupfen und verschmieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wow, es klappt tatsächlich. Wunderschön. Einfach nochmal eine Ladung drauf. Und ich bin fertig. Dann nur noch eine Wolke malen. Ein süßes Motiv. Wir haben eine Wolke mit einer Sonne gemalt. Sieht so süß und schön aus. Wow. Dafür bekomme ich bestimmt eine 1. Mal sehen, was meine Kunstlehrerin dazu sagen wird. So, bist du fertig? Ja, Frau Kunst, ich bin fertig. Schauen Sie mal. Wow, das ist gar nicht mal so schlecht. Danke. Dafür gebe ich dir natürlich auch eine passende Note. Ja, bitte sehr. Für dein tolles Kunstwerk. So, fein gemacht. Yay, ich habe eine 1+ bekommen. Ist ja echt super. Nutze diesen Trick unbedingt auch mal. Oh, du bist echt so süß. Ist dir langweilig? Nee, irgendwie schon. Kann ich ja was spielen. Aber was? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann was für dich basteln. Bin gleich wieder da. Okay, ich brauche einen Faden. Eine Feder und mehr eigentlich auch nicht. Doch, eine Schere noch zum Durchschneiden. So, ich schneide den Faden einfach durch, sodass ein Stückchen übrig bleibt. Dann knote ich die Feder einfach daran. So, ich glaube, ich bin dann auch fast fertig. So, fertig. Mal sehen, wie es meine Karte findet. Na, hab ein neues Spielzeug für dich. Schau mal, willst du damit spielen? Ja, das macht Spaß, oder? Wow, das war echt ein anstrengender Schultag. Dafür habe ich aber eine 1+ bekommen. Wenn ich mir dieses schöne Bild eigentlich mal genauer anschaue... Oh ja, das muss ich unbedingt an mein Fenster hängen. Aber wie? Ich meine, so ganz normal möchte ich das irgendwie nicht machen. Es ist zu gewöhnlich.
Was gibt's denn hier so? Perlen? Die sind ziemlich schön, die könnte ich vielleicht verwenden. Und was noch? Eine Schnur und eine Schere. Ich weiß, glaube ich, schon, was ich damit mache. Also, zuerst mal alles wegräumen hier. Jetzt brauche ich erstmal nur mein Bild, Schere, Farben und die Perlen. Okay, ich fange schon mal an. Okay, meine Materialien habe ich alle zusammen. Das ist schon mal gut. Aber die ganzen Sachen brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Nur die Schere. Damit schneide ich jetzt erstmal mein kleines Bild aus. Perfekt. So. Jetzt den Überschuss rausnehmen. Und es ist schon mal ausgeschnitten. So, mit der Schere steche ich jetzt am besten noch ein kleines Loch oben rein. Genau so. Perfekt. Es sieht aus wie aus dem Locher. So, jetzt brauche ich mal meinen Faden. Ich fädel ihn einfach durch das Loch. Das dürfte nicht allzu schwer sein. So, das passt perfekt. Okay, jetzt brauche ich mal meine Perlen. Die fädele ich jetzt einfach da durch und mache einen Knoten, damit sie halten. Okay, oben verknote ich die Bänder jetzt auch noch. Und fertig. Jetzt kann ich es auch einfach ans Fenster aufhängen. Ihr werdet es schon sehen. Es wird so perfekt aussehen. Schön. Das Motiv darauf passt auch noch perfekt. Oh, wie schön das aussieht. Es ist so toll. Oh, dieses Buch ist einfach so spannend. Lotte! Lotte, wo bist du? Was? Ich glaube, ich muss mal zu Jette gehen. Ich komme schon. Jette, wo bist du denn? Oh nein. Mein Buch! Ich muss schnell zurück. Oh nein, jetzt habe ich zugeklappt und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hey, was macht diese kaputte Wäscheklammer denn hier? Wenn ihr auch so eine habt, dann benutzt sie doch einfach mal als praktisches Lesezeichen. Ich zeige euch wie. Also, zuerst nehmt ihr dieses Stück raus. Es besteht aus Metall. Danach fädelt ihr es so wieder ein. Ja, genau so. Wenn ihr damit fertig seid, dann seid ihr auch schon fertig mit dem ganzen DIY. Probieren wir es doch einfach mal aus. Okay, wo ist mein Buch? Hier. Einfach reinstecken. Und perfekt, es ist fertig. Okay, wenn ich mein Buch jetzt zuklappe, dann ist alles noch gut. Jetzt habe ich immer ein Lesezeichen, das mir helfen kann. Der nächste Tag ist ja schon da und ich möchte unbedingt weiterlesen. Mal sehen, ob mein Lesezeichen noch gehalten hat. Ja, es ist noch drin und ich kann dort weiterlesen, wo ich aufgehört habe. Perfekt! Es ist einfach so schön, ein spannendes Buch zu lesen und danach das perfekte Lesezeichen zu haben. Also, aber zu lesen! Auch schon leider wieder mit unserem Video. Aber wir würden uns auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ihr auch mal ein paar Sachen davon nachmachen würdet. Ja. Denn ja, tschüss, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss.